Hey Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute gibt es ein Theorievideo zu Destiny 2 The Final Shape. In den letzten Wochen ist mir immer wieder was aufgefallen bei den Trailern oder bei den beiden Vidocs. Und zwar mir ist ein paar Sachen aufgefallen, wo ich ein paar Gedanken habe und ich möchte sie mit euch teilen. Vielleicht habt ihr das auch gesehen, vielleicht auch nicht. Je nachdem, wir können ja über in den Kommentaren darüber reden. Und ja, das Ganze ist jetzt einfach nur meine Idee oder meine Gedanken. Und bevor es losgeht, am 4.6. streame ich ab 18.30 Uhr auf Twitch und wir starten gemeinsam in The Final Shape rein und seid gerne dabei, ihr seid herzlich eingeladen und los geht's. Also, das ist der Trailer, werde ich hier jetzt nicht zeigen, ich hänge den hier einfach rein. Als ich an diesem Ort aufwachte, dachte ich fast, es sei das Paradies. Ich fühle, wie mich das Licht durchströmt. Es ist überall. Der Boden unter meinen Füßen ist eine Erinnerung. So wie das Gras. Und der Himmel. Die Wärme der Sonne auf meinem Gesicht. Und hinter jeder Ecke, jedem vertrauten Gang. Ich erwarte immer wieder, dich zu sehen. Doch stattdessen Korrumpierung. Eine Verschandlung. Krankheit, die sich im Reisenden ausbreitet, denn der Reisende ist dort, wo ich bin, oder? Diese Krankheit, ich kann sie auch spüren. Etwas in mir weiß, dass er nicht aufhören wird, nachdem er diesen Ort verschlungen hat. Du, ich, die Gesamtheit von allem und allen, die wir kennen, er will alles infizieren. Wir müssen das Ganze aufhalten. Jetzt. Bevor es zu spät ist. Es reicht! Eine finale Form nähert sich. Alles, was ihr hier in dem Video seht, ist in der Videobeschreibung zu finden. Dieser Trailer hier, der ist vor 2-3 Wochen rausgekommen. Hier, das ist ja der alte Turm im Grunde, im Reisenden. Und abgesehen von, hier hat im Grunde alles begonnen. Also abgesehen von dieser Hüter erhebt sich Sache. Hier war ja die Vorhut in Destiny 1. Die Vorhut halt Ikora, Zavala und Kate, und hier musstest du als erstes hin, nachdem du erwacht bist. Ich denke, da bekommen wir dann auch Prisma. In dem Stream, wo uns gezeigt wurde, dass jetzt Prisma dabei ist, wurde, und wo dieser hier der Zeuge mit den ganzen Pyramiden gezeigt wurde, denke ich, dass wir hier Prisma bekommen, rausgehen und dann halt mit der Ulti hier so ein bisschen übertreiben können, so wie wir es immer gehabt haben, wie bei Strand, wie bei den ganzen Lichtfähigkeiten und so weiter. Also, das ist mein Gedanke hierzu. Jetzt habe ich allerdings etwas, was das Ganze, sag ich jetzt mal, bestätigt. Zu 90%, sage ich jetzt mal. Und zwar hier. Ich lasse das hier kurz mal laufen. Seht ihr das? Ich kann das, nochmal. Wisst ihr, was ich meine? Dass wir hier jetzt halt Prisma freischalten, also nicht komplett freischalten mit Fragmenten und so weiter. Das wird auf jeden Fall nach dem Raid stattfinden. Das wurde halt schon bestätigt.
Und ja, ich denke, wie gesagt, da bekommen wir die Subclass und dann können wir da rausgehen und ein bisschen übertreiben mit Ulti, mit den ganzen Drum und Dran. Wie gesagt, das ist einfach nur ein Gedanke von mir. Wie findet ihr das? Könnte man da recht haben oder so? Und die haben auch im Weiter gesagt, dass es schon in der ersten Mission sein wird. Hier zum Beispiel, warte. Ich habe es auch mit deutschen Untertitel für euch. The great thing about meine Cam plays. The great thing about Prismatic was every playtest we did, the feedback got better and better. We have gone back and forth on what starter builds that players will get in mission one. Okay, we're gonna start at the Titan. So, hier hat er ja, ja, ist halt eine Bestätigung, dass wir es in der ersten Mission bekommen, in meinen Augen. Kommen wir zum zweiten Punkt. Erstmal finde ich das hier übelst cool, dass hier, sag ich jetzt mal, Venom mit dabei ist. Ich weiß nicht, hört er erstmal selbst und dann gebe ich meine Meinung dazu ab, zum Zeugen. And you, what would it be like? What would it be like to be a disciple of the witness? Your guardian is as yet to be determined. We're in need of a god killer. You're still resisting. You can feel. Also, es ist halt so eine Idee von mir, dass der Zeuge uns so als so Star Wars-mäßig uns auf die dunkle Seite der Macht ziehen will. Verbünde dich mit mir und ich werde deine Ausbildung beenden. Mit vereinten Kräften können wir diesen tödlichen Konflikt beenden und der Galaxis Frieden und Ordnung wiedergeben. Die Zeit der Jedi ist vorbei. Sie können Sidious nicht besiegen. Aber gemeinsam können du und ich das schon. Jede Entscheidung, die du getroffen hast, gipfelt nun in diesem einen Moment. Und er hat ja gesagt, dass er einen Godkiller braucht, um, ich denke, den Reisenden zu killen. Ich glaube, der Reisende, der hält ihn davon, hier den Zeugen davon ab, dass er die komplette Kontrolle über ihn übernimmt. Und also irgendwas stört den Zeugen und deswegen braucht er uns, um den Zeuge, den Reisenden zu killen. Und ich glaube, das ist halt auch einfach eine Theorie von mir, dass wir uns ihm, also den Zeugen, erstmal kurz anschließen, aber dann wieder zum Licht zurückkehren. Und ich weiß nicht, das klingt zwar ein bisschen absurd, aber ist irgendwie, es ist Destiny. Wir, keine Ahnung, wie würdet ihr das sehen? Also, ich würde schon cool finden, kurz für den Zeugen zu arbeiten und dann denken, scheiße, das ist doch nicht so das Wahre, deswegen gehen wir wieder zurück. Und unser Geist, der sagt dann, hey, Bruder, lass mal. Also, ich glaube, was man jetzt so gesehen hat von The Final Shape, Bungie war am Kochen. Also es ist zwar irgendeiner Hinsicht traurig, dass die mit Druck besser arbeiten als ohne. Weil damals bei Forsaken war halt kurz davor, Destiny 2 einzustampfen. Aber dann haben sie die Kurve gekriegt mit Forsaken. Und ja, jeder sagt ja, Bungie ist keine Ahnung, kann nichts und so weiter. Schaut euch andere Game-Entwickler an und kommt dann nochmal wieder. Ja, also auf jeden Fall, ich hoffe oder ich denke, es wird geisteskrank. Wie gesagt, die erste Woche bin ich komplett live, auch den Day One. Auf jeden Fall, wie seht ihr das? Wie sind eure Gedanken zu dem Thema? Schreibt es mir gerne in die Kommentare und ja, wir sehen uns am 4.6. um 18.30 Uhr oder früher in einem Video und bis dahin, ciao. The heat's like a